Der App-Poster ist eine Übung für deine Bauchmuskulatur. Und zwar kannst du hier nicht nur deine gerade Bauchmuskulatur trainieren, sondern auch deine schräg verlaufende Bauchmuskulatur. Deine Bauchmuskulatur hat die Aufgabe, deinen ganzen Oberkörper zu stabilisieren. Und in der Sportwissenschaft sagt man, es ist das Bindeglied zwischen Oberkörper und Unterkörper. Der Bauch muss kräftig sein, damit du lange Zeit auch schmerzfrei im Rücken bleibst, weil die Wirbelsäule profitiert ebenfalls von einer starken Bauchmuskulatur. Der App-Coaster ist zwar eine maschinengeführte Übung, daher im Bewegungsablauf sehr einfach, aber trotzdem gibt es hier einige wichtige Punkte zu beachten. Also zum Aufbau, du kannst dich hier in das Gerät reinsetzen, hältst dich mit den Händen hier an den Griffen fest. Die Knie positionierst du so auf der Fläche, dass du mit den Füßen hier quasi als Anschlag einmal an der Hinterkante anliegst, damit du dich auch ein bisschen ziehen kannst. Dann richtest du dich mit dem Oberkörper auf. Du sitzt quasi nicht auf dem Polster. Die Schultern ziehst du ein bisschen nach unten und ab jetzt sollte der Oberkörper relativ fixiert sein. Das bedeutet, du ziehst dich mit den Schultern nicht nach oben. Dann musst du deine Bauchmuskulatur einmal auf Vorspannung bringen. Spannst dich schon mal ein bisschen an. Und dann ziehst du vom Wesenablauf her die Knie quasi hier unter die Kante. So, und dann mit der Ausatmung hochziehen, wieder lösen. Unten ruhig eine ganz kurze Bewegungspause machen, damit das nicht in eine Schwungkraft ausartet. Ausatmen, hochziehen. Guck, und dann kannst du hier einen richtig tollen Bewegungsablauf gewährleisten und merkst auch schon bei der ersten Wiederholung, dass die Bauchmuskeln extrem arbeiten. Dann kannst du dich ebenfalls auch zur Seite drehen. Jetzt können wir die schräg verlaufenden Bauchmuskeln trainieren. Der gleiche Ablauf, an den Griffen festhalten. Die Schultern nach unten ziehen, den Bauch auf Vorspannung bringen, also die Beckenknochen so ein bisschen schon nach vorne ziehen und mit der Ausatmung dann die Knie nach oben ziehen. Kurz Pause unten. Das gleiche gilt dann natürlich auch für die andere Seite, damit wir keine Dysbalancen trainieren. Mir ist klar, dass das Training natürlich bedeutend mehr Spaß macht, wenn man die Übung mit Schwung ausführt. Aber du merkst es selber schon, wenn du es ausprobierst, es ist halt überhaupt nicht anstrengend. Und was nicht anstrengend ist, kann die Muskulatur dann natürlich auch entsprechend nicht zum Wachsen bringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Aufbau einer starken Bauchmuskulatur. Bei individuellen Fragen sprich mich gerne an und dann sehen wir uns im nächsten Video.